Fiesta Online Video. Herzlich willkommen zu diesem neuen Was geht ab auf dem Server Easel. Heute geht es ums An- und Verkaufen. Yeah! Schauen wir uns erstmal an, was bei mir so passiert ist. Und jetzt denkt ihr euch, hey WestG, hast du schon wieder so viele Blaubeertorten gebacken oder was ist da los in deinem Inventar? Nein, das Blaue ist mein Jam. Ja, ich habe schon wieder etwas Jam verdient im Vergleich zum letzten Video, was auch tatsächlich schon wieder etwas länger her ist. Aber meine langfristige Raimi-Spekulation, ja, die ist nach wie vor hier vorhanden. Mir gefällt auch irgendwie nicht, wie voll diese Inventarseite ist, weil da ist so viel Zeug. Das muss ich mal ins Lager bringen. Das ist ja auch egal. Was habe ich denn so Interessantes gekauft in letzter Zeit? Also es ist so witzig, wie über Jahre hinweg jetzt schon dieses Sonnenzerteile sind 30 Gold wert. Wie lange sich das hält, das ist echt witzig. Wobei ich teilweise auch manche für mehr verkaufe, aber so ungefähr 30 Gold. Ist ziemlich konstant der Wert. Hier, die habe ich mir gegönnt, weil ich genau wusste, dass irgend so ein Aus-Guess-Fanatiker da richtig abgeht, wenn er die sieht. Hier so Full-Guess und dann noch so viele aus. Klar, nicht Full aus, aber wir Guess-Freaks, ja. Wir lieben einfach diese hohen Guess-Werte. Und das ist doch die ideale Wahl für den Krieger im 50er Abbey. Klar, da sind vielleicht momentan nicht so viele Leute, aber hey, das kommt immer mal wieder, diese PvP-Trends da im Abbey, ja, das kann wieder total abgehen. Von heute auf morgen. Und wer ist dann vorbereitet? Ja, du, wenn du so eine geile Axt hast. Ein paar Leute haben mich auch schon angeschrieben, deswegen. Von wegen, ja, 5 Gem gebe ich dir. Gekauft habe ich dir für 6 Gem. Verkaufen werde ich so, die so für 7 bis 8, also bestenfalls. Was ich auch lustig fand. Da hat doch tatsächlich jemand letztens unter einem Video geschrieben, dass ich irgendwie arrogant lachen würde. Das fand ich irgendwie, ja, das fand ich irgendwie witzig. So, jetzt habe ich schon richtig viel lange geredet, aber gar nicht so lange wie sonst immer. Deswegen stürzen wir uns hier auch gleich auf die interessanten Sachen. Und ich würde sagen, zur Abwechslung fangen wir hier auch mal ein bisschen weiter oben an, ja. Weil wir haben jetzt immer nur diese unteren Sachen da angeschaut und nach Schnäppchen gesucht. Weil hier gibt es ja durchaus auch interessante Sachen. Vor allem mit sowas werdet ihr natürlich mehr Gewinn machen, wenn ihr zum Beispiel Helga-Waffen tradet. Klar, dafür braucht ihr ohne Ende Kapital, ja. Aber auch dann könnt ihr halt die höheren Renditen erwarten, ne? Das ist halt irgendwo die Herausforderung, Voraussetzung meine ich. Aber das könnt ihr euch natürlich auch erarbeiten. Hier, das Zeug ist wieder so gestiegen. Okay, ja, die hat vielleicht auch ziemlich gute Werte, ja. Und die, joa, kann sich sehen lassen. Aber ich weiß noch, ich hatte sowas mit ziemlich guten Stats mal für eine einstellige Gem-Zahl gekauft und dann auch weiterverkauft. Sprich, so ein paar Gem-Gewinn gemacht. Und jetzt, weil ich hatte halt gedacht, okay, alle Leute gehen in dieses Desi schwer und farmen die noch und nöcher. Aber die scheinen doch noch recht selten zu sein, ja. Vor allem verdorrener Stab. Habe ich nicht schon mal auf diesen vermeintlichen Rechtschreibfehler hingewiesen? Müsste das nicht verdorbener Stab heißen? Es könnte aber auch tatsächlich verdorn heißen, aber es macht in meinen Augen nicht so viel Sinn. Na, wir wollen uns hier auch nicht über Waffenbezeichnungen zu lange unterhalten. Oder über, keine Ahnung. Raimi plus 5, interessant. Ach, der Raimi-Kurs, der ist natürlich auch interessant. Für Zuschauer auf meinem Kanal. Das ist nicht so aussagekräftig, wenn hier nur vereinzelt ein paar Raimis am Start sind. Die Raimi-Großinvestoren scheinen sich hier am Wochenende gerade, also heute ist Sonntag, die scheinen sich hier gerade nicht blicken zu lassen. Sprich, die Leute, die manchmal einfach mal 10 Raimis oder so in ihren Shop stellen. Weil das hier ist jetzt nicht so aussagekräftig. Hier 8,5, dann einer für 9 irgendwo. Ja, schön. Was soll mir das jetzt? Dann der nächste ist für 10,9 drin. Ja, toll. Da können wir ja viel mit anfangen mit dieser Information. Ich habe einen meiner Raimis verkauft, einen plus 0 Raimi für 9 Gem. Das war der, den ich für 8,2 gekauft habe, weil mein Ingame-Kapital, das war mir dann doch ein bisschen zu Raimi-lastig, obwohl ich ein sehr, sehr großer Raimi-Fan bin. Sprich, da habe ich die 80 Gold direkt mitgenommen und ich glaube, das war für mich jetzt auch der höchste Wert, den jemand mal für einen Raimi gezahlt hat. Das war vor anderthalb Wochen oder so, oder einer Woche, weiß ich nicht. 9 Gem hat da jedenfalls jemand gezahlt. Nice Rama. 80 Gold Gewinne, die nehme ich mit. Das andere, wie gesagt, ist eine langfristige Investition in
eine Spekulation auf eine Wertsteigerung der Raimis, weil es einfach schwierig ist, ansonsten hier noch Möglichkeiten zu finden, das Gem für einen arbeiten zu lassen. Am besten geht es immer noch, wenn ihr richtig viel Freizeit habt, ja. Dann müsst ihr hier echt den Schrei-Chat beobachten, weil die Leute, die schreiben, yo, verkaufe jetzt 70 plus 12 Stab oder so, die wollen es meistens richtig, richtig dringend loswerden. Im Vergleich zu denen, die irgendwas zu teuer in ihren Shop stellen, ja. Und bei denen könnt ihr es dann halt auch günstig einkaufen. Und das ist ja dann auch fair, wenn die sagen, hey, ich brauche gerade viel, viel Gold und brauche diesen Stab nicht mehr. Dann finde ich das auch durchaus fair, dass ihr denen dann, dass die dafür dann nicht so viel verlangen, sozusagen, ja. Das geht ja darum, schnell das Gem bzw. Gold zu sammeln. Hier, der Stab ist durchaus interessant. Hier ist mir der Guesswert ein bisschen zu gering. Ansonsten wäre das definitiv ein interessantes Investment, weil ich habe hier auch noch, weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe. Hier, ich glaube, das habe ich für einen Gem gekauft, dürfte so mindestens zwei wert sein. Hier weiß ich nicht mehr, wie viel ich das gekauft habe, werde ich immer so für drei reinstellen. Also 70er Blues mit Ausguess, meiner Erfahrung gehen die nach wie vor weg wie warme Semmeln. Also noch als Investment-Tipp ein kleiner Tipp, ja. So, die Zeit neigt sich dann auch schon wieder dem Ende. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du was lernen konntest in Sachen Fiesta Online An- und Verkauf auf dem Server Easel. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Video wieder einschaltest. Wir sehen uns. Bis dann. Alles Gute. Ciao.